damit herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von Humpis der Talk. Im ersten Teil hat uns Berlesca aus seinem Leben und dem deutschen Musikbusiness erzählt und er hat uns glaubhaft versichert, dass er auf ein Angebot vom deutschen Playgirl wartet. Ein solches Angebot, und zwar vom Playboy, hat Mia Gray schon des Öfteren bekommen. Sie ist gerade mal 25 Jahre alt und hat in ihren jungen Jahren schon so viel erlebt, wovon einige Frauen nur träumen. Die Schwabenschönheit Michaela Grauke, bekannt als Mia Gray, ist ein internationales Fotomodell, Sängerin und Designerin. Die gelernte Kosmetikerin wurde bei einem Urlaub in Slowenien von einer Playboy-Fotografin entdeckt und ist mittlerweile Rekord-Playmate mit Veröffentlichungen in 17 Ländern weltweit und außerdem Playmate des Jahres 2009. Gray posierte aber nicht nur für den Playboy. Im letzten Jahr zierte sie die Plakate der Tierschutzorganisation PETA. Neben dem Modeln gründete sie das Popduo Candy Six, brachte ihre erste Single Boys auf den Markt, designt Mode und ist zudem das Gesicht für einige Firmen und deren Produkte, wie zum Beispiel für das Fitnessgerät Powerx. Eine Frau mit Power und Ausdauer ohne Frage. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist sie übrigens auch noch Mutter einer kleinen Tochter. Und damit noch einmal ganz herzlich willkommen bei Humpis der Talk, Mia Gray. Ja, ich glaube, ganz viele Männer würden uns beide jetzt beneiden, dass wir mit dir hier auf der Bühne sitzen können. Wie ist das denn, wenn Männer von dir Autogramme wollen? Trauen die sich richtig an dich ran oder läuft das eher so auf dem postalischen Weg? Also ich bekomme ganz, ganz viel Fanpost. Die schicken es an Playboy, die schicken es an mein Management. Und an Regio TV übrigens im Vorfeld auch. Ja, genau. Ich habe heute schon Fanpost bekommen. Dankeschön. Und also es ist so, manche trauen sich wirklich nicht. Die sind total schüchtern und dabei bin ich ganz liebe und mache gar nichts. Ja, und wenn ich das merke, dass jemand gerne ein Autogramm haben möchte oder ein Foto machen möchte, der sich aber nicht so traut, dann gehe ich auch mal hin und sage, komm, ich gebe dir ein Autogramm oder wir machen jetzt ein Foto. Aber ansonsten ist ganz viel Post. Mhm. Du bist jetzt international, ich glaube, das erfolgreichste Playboy-Model aller Zeiten so ungefähr. Ich glaube, du warst 17 Mal im Playboy, von den Philippinen bis nach Deutschland. Genau. Wie erklärst du dir das, dass ausgerechnet du dieser internationale Typ bist? Boah, das kann ich mir eigentlich gar nicht so erklären. Also ich war echt total überrascht, weil mit dem Playboy, das hat ja erst eine Weile gedauert und das war ja dann auch nicht über den deutschen Playboy, sondern über den slowenischen, dass ich da angefragt worden bin. Und Deutschland war dann, glaube ich, erst das 15. oder 12. Land und dass es so einschlägt, also boah, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach diese Fotostrecke, dass es wirklich, also manche haben gefragt, ja, das ist doch bestimmt eine Fototapete gewesen, weil es war wirklich in Slowenien, in der Hauptstadt, am Wochenendmarkt und also da war ganz schön was los und deswegen, vielleicht ist es dieses außergewöhnliche Shooting gewesen, dass viele das haben wollten, ansonsten, ja, kann ich es mir nicht erklären. Okay, aber du bist ja nicht nur im Playboy zu sehen, sondern auch für Magazine, für Werbung, leihst du dein Gesicht und deinen schönen Körper. Worauf kommt es da an, wenn du mit einem Fotografen zusammenarbeitest, diese Interaktion zwischen dir und dem Fotografen, dass du auch richtig locker bist? Also ich glaube, das Wichtigste bei einem Fotoshooting ist, dass man sich mit dem Fotografen gut versteht. Also, dass er einem auch sagt, pass auf, ich möchte das gerne so und so haben und dass man dann auch versucht, das so gut wie möglich umzusetzen, dass der Fotograf zufrieden ist, dass der Kunde im Endeffekt zufrieden ist. Und dass einfach das ganze Team um einen herum nett ist, weil ja, wenn man zum Fotoshooting geht und man fühlt sich unwohl, dann werden die Fotos auch nicht gut. Also das ist ganz wichtig, Sympathie. Du weißt, dass hier ein Fotograf sitzt? Ja, das weiß ich, das habe ich mitbekommen. Kannst du dir das vorstellen, Mia auch mal in Szene zu setzen? Klar, wieso nicht? Wir haben schon nächste Woche. Trocken. Was für ein Fotoshooting hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß gemacht. Es gibt so viele tolle Fotoshootings, die ich schon gemacht habe, aber das Aufregendste war, glaube ich, für den Playboy, weil es wirklich, also das man. Das ist in der Hauptstadt beim Aufmarkt. Genau, weil, also das ist wirklich Wochenendmarkt gewesen und da kommt jeder vorbei. Also da kam irgendwie so ein chinesisches so eine Touristengruppe, die haben dann gleich alle ihre Fotoapparate gezückt. Ja, das war dann ein bisschen unangenehm. Oder ach, unangenehm? Das war schon, also es ist eigentlich nicht so einfach, einfach mal schnell Jacke runter, nackt hinstellen und Fotos machen. Also da ist schon eine Charme da. Und auch wenn man es schon so oft gemacht hat wie du? Ich habe es gar nicht so oft gemacht. Also diese Fotostrecke, die für den slowenischen Playboy gemacht worden ist, die ist dann gewandert. Genau. Und ja, das ist dann schon ein bisschen, vor allem man kennt das Team nicht, das ist in einem fremden Land, die sprechen alle eine andere Sprache, man kann sich nur auf Englisch verständigen. Und dann halt mitten in der Öffentlichkeit, das ist schon ein bisschen komisch. Okay.
Du bist nebenbei auch Designerin. Du hast eine Kollektion, kann man das sagen, eine Kollektion von Bikinis rausgebracht. Genau. Und du hast ein Parfum rausgebracht im Beate-Use-Versand. Wonach riecht das Parfum und wie sehen diese BHs bzw. Bikinis aus? Also das Parfum ist ein ganz süßes Parfum. Ich mag so die süßen Düfte. Und es riecht aber ganz toll. Also wer noch kein Ostergeschenk hat. Und ja, also die Bikinis, das ist eigentlich so eine Idee gewesen von einer Freundin von mir, die in der Schweiz lebt und mir zusammen. Wir haben halt überlegt, was kann man machen jetzt für den Sommer, so Bikini-mäßig, was es noch nicht so in der Art gibt. Und da haben wir uns überlegt, ja, Unterwäsche, Bikinis, so ein Zwischending. Also die Bikinis haben Rüschen, da sind Steinchen dran, es sind ausgefallene Schnitte, ausgefallene Muster. Also einfach mal was Neues. Mhm. Sieht für mich nicht so ganz wie ein Bikini aus, aber auf jeden Fall, wenn man die Figur hat, glaube ich, ist er sehr kleidsam. Jetzt machst du nebenbei auch noch Musik. Du hast letztes Jahr mit einer anderen Frau eine CD rausgebracht, eine Single. Mhm. Boys, Boys, Boys. Worum geht's in dem Song? Tja, um Boys, ne? Ja, also das war halt einfach, eigentlich war das so eine Schnapsidee. Meine Freundin und ich, wir sind gerne zum Karaoke singen gegangen, einfach spaßeshalber mit Freunden. Und da haben wir dann halt jemanden kennengelernt, der Lieder schreibt. Und der hat gesagt, du, pass mal auf, ich könnte mir das vorstellen, ihr beide, wie ihr ausseht. Das gibt's so noch nicht, das ist doch ganz lustig, wollen wir nicht mal was probieren? Und wir, okay, alles klar, sind dann ins Studio gegangen. Und dann haben wir überlegt, was könnte man singen, so sommermäßig ein Hit irgendwie. Und da ist mir eingefallen, ach, Sabrina Boys. Das war doch eigentlich ein ganz cooles Sommerlied damals. Und da kannte ich auch den Text schon. Also von daher war das total einfach. Ist da viel Text? Nee, so viel ist es nicht. ja, aber es hat mir gefallen. Also die Melodie hat mir auch gefallen. Und ja, dann wurde das halt neu aufgenommen und Videoclip gedreht. Ja, und dann so war das dann halt alles. Ist das eine Eintagsfliege oder wird es da eine Fortsetzung geben? Also ich habe jetzt im Moment so viel zu tun mit Fotoshootings und auf Veranstaltungen gehen und sowas, dass ich dafür eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Und ja, deswegen glaube ich, lasse ich das mal dabei. Das war jetzt ein Ding, eine Sache, ein Lied. Und ich mache das, was ich besser kann, sage ich mal. Ich bin jetzt keine Whitney Houston und ich weiß auch, dass das Lied jetzt nicht so der Ober-Mega-Burner war. Also er war zwar unter den drei heißesten Clips des Jahres mit dabei. Das Video wahrscheinlich. Das Video, genau. Und was habe ich jetzt gesagt? ja, aber nee, also ich glaube, ich lasse es jetzt dabei und mache einfach die Fotos weiter. Und vielleicht hast du einfach nicht einen richtigen Manager gefunden bis jetzt. Aber eine Sache noch. Du bist wahnsinnig erfolgreich als Fotomodell. Du weißt, so gut wie jeder hier, Schönheit ist vergänglich. Ist Skalpell und Botox etwas, was dir in den Sinn kommt oder sagst du never ever? Also ich bin ganz ehrlich und ich glaube, wenn man sich die Fotos angeschaut hat, dann sieht man das auch. Ich habe auch schon was machen lassen, ich habe meinen Busen machen lassen und weil ich mich damit einfach wohler fühle und ich finde, jeder, der es möchte, soll es machen, wenn er es nicht übertreibt, also so Michael Jackson-mäßig oder so, das ist jetzt nicht so. Aber Gott, ja, also klar, habe ich kein Problem. Die Nase ist echt. Weil hier saß auch mich schon mal, irgendwie jeder. Hier saß schon mal Werner Mang und der macht unheimlich gerne Nasen, hat er mir erzählt. Nee, die ist echt. Okay. Was ist denn dein nächstes Projekt neben den ganzen Fotoshootings? Wo soll es noch hingehen mit Mia Gray? Also natürlich versuche ich immer mehr zu erreichen, immer mehr tolle Fotoshootings und vielleicht von ganz tollen Designern noch. Und ja, also eigentlich alles, was kommt. Meine T-Shirt-Linie habe ich jetzt auch. Deine bitte was? Meine T-Shirt-Linie. Achso, ich habe eine Tischlawine verstanden. Nein, meine T-Shirt. Ich bin ein bisschen nervös. Nee, meine T-Shirt-Linie. Geschäftsmodell, Tischlawine. Super. Steigst du ein? Ja, sofort. Okay, geile Idee. Nee, meine T-Shirt-Linie, zusammen mit einem Designer auch aus Stuttgart, aus reiner Biobaumwolle, weil ich auch für Peter. Mhm. Peter. Genau, Peter. Oh Gott, jetzt kann ich gar nicht mehr. Ja, aber Peter, neben zwei Peter, Männern, hier, da kann man auch nicht mehr vernünftig reden. Aber ja, Mia, Peter, da geht es ja auch um Täter. Ne? Vielleicht ist das nochmal der Einstieg. Genau. Also du hast die Peter-Kampagne fotografiert. Genau. Gegen Tierfälle auf der Haut. Genau, gegen Zirkushaltung, also dass die Tiere da im Käfig gehalten werden und gequält werden. Und dafür habe ich mich auch eingesetzt. Also, ja. Schönes Inneres, schönes Äußeres. Herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Mia Gray, ein Applaus.
und Berleska, ganz herzlichen Dank euch beiden. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauer, in 2 Wochen wieder einschalten, wenn mein lieber und hochgeschätzter Kollege Joachim Umbach in diesem Sessel sitzt und dann auch wieder mit spannenden, interessanten Gästen. Bis bald. Tschüss. Thank you.